Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Daily Shop News und Combo Master ist mit mir gleich. Ja, ich sage nur Super Bowl Finale. Aktuell, ich habe jetzt erstmal auf Pause gedrückt, damit ich das Video hier machen kann. Aktuell ist es wirklich noch brutal spannend. 3 zu 3. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht, verrate ich jetzt auch gar nicht so viel, wie es ausgeht für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben oder die noch gespannt sind. Das Ding ist auf jeden Fall wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde spannend, Leute. Mega krasses Defense Play. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal hier. Mamas Amerikanische mit Mythic Ryan. Dann haben wir hier die Rapper Tire Box mit Rapper Klaus, Trainer Jeff, Eugene Belcher, Klaus Heißler, Earls Gitters, Roller Disco, Courtney. Und mit diesen Combo Masteries hier, wer sie nochmal genauer sehen will, in den anderen Videos, beziehungsweise in einem anderen Video habe ich sie vorgestellt. Dann haben wir die Valentine's Tires Box, Michael Dangle Law, Roger Sexy Shorts, Lois Griffin, Kreissäge, Pan Express Schiff und Francine Smith. Hier, das hier sind die Combo Masteries, auch die habe ich bereits in einem anderen Video vorgestellt. Rapper Tire Box meiner Meinung nach aktuell zu bevorzugen. Definitiv interessant. Dann haben wir jetzt Mythic Bender Pack, auch interessant, aber eben die Wahrscheinlichkeit fast null, den Mythic Bender rauszuziehen, seien ihr paid mega viel da rein. So, Heavy Metal Haley, Drehender Jeff, Big Mountain Fudge Cake und Eugene Belcher auf jeden Fall. Gute Karten. Jetzt geht's hier rein in die Meisterschaft, in die Combo Mastery. Und da haben wir gleich als allererstes den Gun Safety Peter. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. The Gun Safety Peter. The Peter. So. Das ist, was mache ich denn da? Warum? Warum ist es jetzt so scheiße? Weil ich im falschen Layer bin. So, das müsste jetzt der richtige Layer sein. Genau. So. Jetzt haben wir den richtigen Menschen mal endlich. So. Ganz safety Peter. Mit einem Peter und eben, ja, das Einzige, womit es funktioniert, ist Pantry Guns, also das Legendäre. Und dann hast du da rechts beim Mythic Peter oder eben hier beim legendären Peter Punch und Angriff. Wir maxen das ganze Ding mal und dann schauen wir mal genauer rein, wie das aussieht. Das ist nämlich das hier, da hätten wir dann 40. Ja, hat schon nahezu First Hit Qualität, aber um da wirklich, also es wird nicht, du wirst nicht über die 50 kommen, auch nicht, wenn du da reinpayst. Also da müsstest du schon richtig viel reinpayen, um eben 3 Kronen zu kriegen. Dann haben wir hier als nächstes Spacewalk, also ich würde dafür keine 500 Gems ausgeben. Das will ich damit sagen. Hier haben wir den Spacewalk und dann schauen wir uns mal den an. Spacewalk ist hier ein Peter mit dem legendären Planet Express Schiff und dann kommt eben das da auf der rechten Seite raus. Und das ist nicht zufriedenstellend. Das ist nicht schön. Spacewalk, keine tolle Combo. Dann haben wir die Spin-Auto-Louise und auch da wiederum ist eine Louise mit Autokarten. Da unten, einzige legendäre ist das Golfball Escape, dann hast du eine Bombe und im Angriffspunkt kriegst du wieder zu, wenn eine weitere Combo gespielt wird. Also auch das hier wiederum absolut uninteressant. Dann haben wir noch Soda, Chugging Francine und auch die wiederum völligst uninteressant. Ja, es tut mir leid, aber was soll ich dazu sagen? Also die heutigen Combos sind absoluter Schrott. Also zumindest mal einzige Combo, wo eventuell Sinn machen würde, kostet eben Gems und alles andere lohnt sich nicht wirklich. Also wenn es euch heute gefallen hat, dann oder geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da.
Dann mache ich hier einen Touchdown-Tanz für euch. Ja, wenn es euch, ja, dann schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal da, wenn es wieder heißt Animation Slowdown mit mir hier mein gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.